Also wir machen einmal mittwochs machen wir da unsere Almwanderung. Wir treffen uns um 8:30 Uhr in der Früh. Und weil wir sind ja da oben der Baumgrenze, auf 1400 Meter herum. Und da sehen Sie halt alles, wie es halt so gemacht wird, wie man einfach mit einfachen Mitteln auch den Käse herstellt und wie viel Arbeit das dann überhaupt da ist. Zünftige Brotzeit und mit mir die Platten herrichten, die dann noch mit mir alles abspülen. Also es ist einfach eine Gemeinschaft. Ich finde schon echt beeindruckend. Ich meine, gerade wenn man so am Wilden Kaiser steht und die Bergwelt, das ist sowieso meins, wo ich dann auch relativ schnell abschalten kann. Ja, und die Stangelalm macht das natürlich noch mal schneller ins Bewusstsein, dass man hier wirklich ja, einfach loslassen kann. Das ist schon wunderbar. Total begeistert. Also voll schön. Die Alm genießen ist sowieso ein Traum. Das Wetter passt. Ist natürlich schon sehr auch anstrengend. Man muss also gutes Schuhwerk haben und auch ein bisschen Kondition. Aber ich glaube, wer hier oben dann gewesen ist und geht wieder, der hat nochmal eine innere oder auch eine äußere Veränderung mitbekommen von sich selbst, weil man einfach, ja, man erlebt plötzlich Natur pur. Gigantisch, muss man mal gesehen haben. Das ist einmal ganz eine neue Welt. Nur dazu herum auf den Berg, da spielt es sich einfach ganz anders ab. Nur dazu, wenn man die Natur so nah mitkriegt, wie das Ganze produziert wird. Also das ist anders wie ein Frühstücksbuffet. Man hört es, die Leute schreien. Super! Wir waren schon ganz oft beim Stangelwart, aber heute ist das erste Mal auf der Alm. Ich genieße die Luft und einfach den Ausdruck und einfach ist wunderschön hier. Ich bin Fotograf, mache sehr gerne Fotos auch hier oben. Und das pure Natur, das Häuschen und der Käse und alles, also es kann nicht besser sein. So originell, einfach wunderschön. Wirklich eine schöne Stricken und für jeden wirklich zum Bewältigen. Und ich liebe es aber immer hier zu sein und vor allem beim Stangelwirt zu sein, weil so wie die Familie das lebt und authentisch ist, das ist einfach etwas, was eine unheimliche Energie bringt. Erst einmal, wenn viele mitgehen, die, das ist eigentlich lustig, die sind eigentlich relativ sehr ruhig, still. Also ich glaube, dass sie dir das alles erst einmal, die verstehen diese Welt noch nicht so richtig. Und dann, wenn sie merken, dass das alles so locker ist und alles so einfach ist, dann tauen die auf. Das ist Urlaub. Das ist der Endbegriff von Urlaub. Das Besondere ist hier, dass man wieder sieht, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Das ist eine gute Luft, ein gutes Wasser und ein gutes Essen und eine Geselligkeit. Also die Berge sind sowieso immer sehr, sehr schön, nur dazu bei dem Wetter, also kann man nur empfehlen.